Liebe Freunde des Telespiels, der Sora ist wieder unterwegs mit mir. Und Hallo. zwar, oh, Entschuldigung, ja, da ist er. Wir haben gerade schon festgestellt, dass wir etwas glänzen. Und zu dieser Erklärung schreite ich jetzt mal. Wir spielen hier die Kammer Friendship is Magic Nummer 1. Unser Vorhaben ist, dass wir diese Reihe mal fleißig durchgehen. Hat fröhliche 71 Parts. Zu denen lade ich immer ein und dann haben wir parallel noch die Reihe, die Crazy heißt die jetzt gerade, ne? Genau. Also von Sora ist die Crazy-Reihe, die ist ein bisschen kürzer, aber dafür ist sie qualitativ besser bisher. Woher wissen wir das alles? Weil wir eigentlich schon so halb in den Kammern immer drin waren oder die Kammern haben wir schon teilweise gemacht und dann haben wir festgestellt, da hat uns jemand reingelegt. Die Friendship is Magic 1, die haben wir, da haben wir eine andere oder. Ich selber bin ja schuld. Ich nehme die Schuld auf mich. Da haben wir irgendwie eine andere erwischt. Und jetzt haben wir aber die Originale. Und mit der wollen wir jetzt offiziell anfangen. Deshalb verschieben wir das nochmal ein bisschen in unseren Playlisten. Nur damit ihr Bescheid wisst, wenn ihr irgendwie die andere mal finden solltet. Jetzt haben wir das Genau. Original. So, damit gebe ich das Wort ab, falls du noch was sagen möchtest. Nö, also ich finde, du siehst schick aus. Ja, ne? Wir sind zwei glänzende Jungs hier. Die ihre So, dann gucken wir Freundschaft doch mal. festigen möchten. Okay. Aha. Ja, hier glänzt alles so ein bisschen. Guck mal da oben. Ne? Also ein paar Texturen stimmen irgendwie nicht so ganz. Ja, Aber das das soll Problem uns ist, nicht dass stören. wir halt die kann man nicht einfach so im Workshop runterladen konnten. Wir mussten die manuell starten und deswegen wahrscheinlich auch der Bug. Wird noch ein paar Mal wahrscheinlich vorkommen. Ja, wir wissen es selber nicht. Wir sind mal gespannt, was hier so kommt. Ach, da kann man hoch, okay. Ja, so kommen wir aber nicht hoch. Nö, du bist ja auch noch da. Oh, hier sieht der Boden auch interessant aus. Okay. Ja, das sieht sehr interessant aus. Ja, jetzt ist aber. Ah, deine ist Willst du richtig, ne? Genau. zuerst? Nö, geh du mal vor. Ich guck mir das im kleinen Bild an. Okay. Okay, man fliegt einfach nur darüber. Was soll auch sonst Spannendes passieren? Ups. Okay, schon den Knopf hier gedrückt? Nein. Nee, noch nicht. Ich wollte erstmal gucken, was wir da drüben haben. Ah, Einfach mal. der war, glaube ich, getimed, ne? Ich drück den jetzt auch noch nicht. Ja, da drüben kann man das gleiche nochmal machen. Zu einem zweiten Knopf. Ups. Ich drück ihn einfach mal. Wir sehen ja, ob es wieder rausspringt. Okay, Ja. man hört den Timer. Das war der Lasergrill, ne? Ja. Genau. Also einer drückt und der andere kann weiter. Man könnte auch einfach hier runterhüpfen. Das ist wahrscheinlich eher der Rückweg. Ich weiß nicht, ist es. Ich gehe nochmal runter. Ich guck nochmal, Mach ob das. das überhaupt der gleiche Raum ist. Ja Ja, doch, ist da es. geht's durch. Hä? So, jetzt muss ich natürlich. Moment mal, wo ist denn jetzt welches Portal? Du musst unten dein Dunkles nochmal schießen. Ja. Ja gut, gehen wir oben lang. Schade, dass man nicht gleich auf die Treppe rauffliegt. Schießt du unten nochmal dein Dunkles? Ich will was ausprobieren. Und zwar will ich mal kurz wissen, was da drüben ist. Ja, stimmt. Okay, jetzt kannst du freundlicherweise vielleicht unter mir dein gelbes machen. Dann schaffe ich das bestimmt auch von So. hier aus. Kommst du da ran? Oh, jetzt. Okay. Ha! Okay. Sehr schön. So ist es wahrscheinlich auch gedacht, wie du schon sagst, dass der Grill hier nur der Rückweg ist. Wenn wir es nicht hinkriegen. Nee. Obwohl, da muss einer langlaufen und der andere bringt ihn darüber, ne? So sieht Stimmt. es eigentlich aus. Gut, Ach, dann vielleicht machen wir springe es viel zu ich. kompliziert. Einer bleibt unten und der andere. Ja, wahrscheinlich ist es einer muss oben lang, einer unten Genau. lang. Wer wo? Willst du oben oder unten? Ich gehe runter. So. Okay. Ich könnte dich da drin jetzt eigentlich auch schmoren lassen. Ja. Wenn es dir hilft. Nee, das ist es ja. So machst du jetzt Okay, wahrscheinlich ich das habe Gitter hier auf. Quadrat. Hast du da oben eins? Ach so. Ja. Ja. Die Okay. Sprungfelder sehen ja auch stylisch aus. Ja. Ich kann gegen der.
Oh, nein, ich sehe schon. Das muss man nicht machen, ne? Aber ich brauche... Kann ich da was... Ja, genau. Würfel? Schmeiß mal lieber nur den Würfel drauf, genau. Hui. Ja, ich glaube, dass das für mich nicht ganz so gesund ist. So, oh! Da kommt ein Laser. Bevor ich ihn gesehen habe, habe ich mich schon wieder dran verbrannt. Ja, jetzt brauche ich aber deinen Laserwürfel. Ja, genau. Der sieht auch interessant aus. Bitteschön. Da ist ja auch schon der Ausgang. Ja. Was triffst du da jetzt? Du machst den Ausgang auf. Genau, ah. jetzt müssen wir hier beide durch. Ah, jetzt kann ich ja auch rüber. Ist der Laser da oben gerade weggegangen durch den... Ja. Dadurch, dass du getroffen hast mit dem Würfel? Okay. Wow, das war echt... Dann war das Ganze nicht allzu schwer. Na, wer traut sich? Ah. Los, rein mit dir. Ist ja nicht so, als könnte ich hier sterben, ups, wenn du da durchgehst. Nein, sowas passiert doch nicht. Oh, das sieht auch fies aus. Okay, bei mir ist gerade die Konsole aufgepoppt. Jetzt sieht man auch, wie mühsam wir da rangekommen sind. Direkt da mal steht jetzt dein Name dran. Ja, tatsächlich. Ach, naja, ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken, ne? Wir mussten tricksen, damit es funktioniert, aber natürlich ist diese Kammer nicht von mir. Nee. Sondern von 14 Karat oder Carat, genau, oder wie auch immer der sich nennt. Name wird auch bei mir unten in der Videobeschreibung mit sein. Genauso, ja, die genau. Verlinkung zum Map-Pack, wenn ich das noch finde. Zum was? Zu einem gesamten Paket mit der, zu der Liste. Auch eine gute mit den Idee, Maps, ja. Genau. Werde ich mit unten verlinken. Wie viel fehlen? 4 oder 5? Nee, 6. Wir werden das gleiche Problem noch haben bei der 4, der 5, der 9, der 12 und der 17. Aber das sieht man ja dann. Ja. Hast du bewertet? Es war jetzt eigentlich nichts groß Besonderes. Ich würde mich da enthalten, auch wenn das Bewerten hier jetzt so oder so keinen großen Einfluss auf die Kammer haben würde. Glaube ich. Ja, stimmt. Aber ich würde mich enthalten. Ich bin immer so feige und frag dich zuerst. Ich muss ja eigentlich auch mal alleine auf ein Urteil kommen. Aber ich habe auch so geschwankt zwischen noch positiv oder neutral. Ja, schlecht war sie nicht. Ging zu schnell jetzt irgendwie. Ja, sie war nicht schwer. Sie war an keiner Stelle schwer. Das waren halt die Anfänge, ne? Ja. Das wird sich ja noch ändern. Ja. Na gut, dann. Dann mache ich mal hier die Abmoderation. Ich glaube, wir haben alles gesagt. Ansonsten sagen wir es in einem der nächsten Parts. Genau. Ich sage tschüss. Dann richtig weiter. Ja. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.